In Jerusalem beginnt die Anhörung wegen des Verdachts der Korruption gegen Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Ihm werden Bestechlichkeit, Betrug und Untreue in mehreren Fällen vorgeworfen. Unterdessen sind die Koalitionsgespräche zwischen Netanyahus Likud-Partei mit dem Mitte-Links-Bündnis von Benny Gantz ins Stocken geraten. Gantz hatte mehrmals betont, dass seine Partei nicht in einer Regierung sitzen werde, deren Vorsitzender sich einer schwerwiegenden Anklage stellen muss. Netanyahu hat die Vorwürfe gegen ihn zurückgewiesen und sie als Hexenjagd bezeichnet. Bei der viertägigen Anhörung lässt sich der Regierungschef von seinen Anwälten vertreten.